Dankeschön für die Einführung und auch für die Möglichkeit, hier in einem Raum wie diesem vortragen zu können, mit sehr langer Geschichte, auf die ich versuche jetzt hier aufzusetzen, wenn wir uns unterhalten in der nächsten guten Dreiviertelstunde, über was ich sehe als Trends zum Thema der digitalen Identitäten. Und dazu möchte ich zuerst gleich einmal beginnen mit der Frage, was sind denn überhaupt digitale Identitäten? Was ist denn das? Das ist so ein sehr breiter Begriff, wie es derzeit viele gibt. Und ich möchte versuchen, das hier für heute mal zu definieren als: eine digitale Identität ist eine Menge von Attributen, die Eigenschaften natürlicher Personen oder auch vielleicht gewisser anderer Entitäten beschreiben. Was ist so eine Menge von Attributen jetzt? Für natürliche Personen: Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geburtsort, Wohnort. Man kann sich ganz viele Attribute einfallen lassen, inklusive: ist man Inhaber eines Monatstickets für die Wiener Verkehrsbetriebe? Ist man Mitglied eines Bonusprogramms für die bevorzugte Supermarktkette? Also diese ganze Menge von Attributen in ihrer Summe macht die digitale Identität aus. Aber was heißt das jetzt wirklich in der Praxis? Also digitale Identitäten nicht nur im Bereich der Internetkommunikation, nicht nur im Bereich der Internetdienste, sondern auch zunehmend im Bereich der Bezahldienste zum Beispiel, dominieren immer mehr unser tägliches Leben. Denn auch die Bankomatkartennummer, die Kreditkartennummer sind einfach nur weitere Attribute, die man so einer digitalen Identität zuordnen könnte. Hat man keine Kreditkartennummer, ist man bereits ausgeschlossen von der Verwendung verschiedener Dienstleistungen, die einfach nur mehr mit Kreditkarte bezahlt werden können, wo Bargeld gar nicht mehr akzeptiert wird. Weniger in Zentraleuropa, mehr in anderen Regionen. Kollege Zeiling hat schon erwähnt, meine Familie und ich haben uns 2 Jahre in Kalifornien aufgehalten. Dort ist manches anders. Also da kann man manche Dinge einfach mit Bargeld gar nicht mehr bezahlen. Ob das jetzt gut ist, sei dahingestellt. Also das sollten wir in Österreich, in Europa, unsere eigenen Abwägungen treffen, unsere eigenen Entscheidungen treffen, ob wir Bargeld wirklich abschaffen wollen oder nicht. Aus meiner Sicht sollten solche Dinge nebeneinander existieren. Aber worauf ich heute verstärkt kommen möchte, ist, dass digitale Identitäten nicht nur die Interaktion mit digitalen Diensten beeinflussen, sondern auch zunehmend unsere Interaktionen mit der physischen Welt. Ob das jetzt einfach nur Tür-Zutrittskontrollen sind, ob ich jetzt diese Tür hier aufsperren kann mit meinem Mitarbeiterausweis oder nicht, bestimmt ein Attribut in einer Datenbank oder eins, das auf meiner Karte hinterlegt ist. Ob ich in ein Land einreisen darf oder aus dem eigenen Land ausreisen darf, wird bestimmt durch Einträge in der Datenbank über meine Person in diesen Ländern. Ob ich einen Versicherungsstatus habe, ob ich Bonität genieße, um einen Kredit zu bekommen, all das sind solche Attribute, die irgendwie mit meiner Identität verbunden sind und die bereits jetzt stark beeinflussen, welche Interaktionen in der physischen Welt, ohne dass ich auf irgendeine Webpage gehe, ohne dass ich ein Smartphone in die Hand nehme, ich überhaupt noch eingehen kann und welche nicht. Also soweit zur Definition digitaler Identitäten, die durchaus sehr breit ist. Das ist nicht nur die Telefonnummer, das ist nicht nur der Zugang im Messenger. Aber was ist jetzt wirklich in der Praxis? Also genug von Definitionen. Was ist eine digitale Identität, wie Sie sie vermutlich täglich derzeit verwenden? Ja, die vielleicht etwas deprimierende Antwort ist: was ist in der Praxis? Es sind die 100 verschiedenen Benutzeraccounts, Usernamen, Passwörter, E-Mail-Adressen, die Sie haben, die Sie jonglieren, wo Sie bei jeder Webpage, wenn Sie nur einen Forumspost machen wollen, sich wieder neu dort registrieren müssen, irgendwie sich entweder aufschreiben, welchen Benutzeraccount, welche E-Mail-Adresse, welches Passwort Sie verwenden, oder, davon würde ich abraten, dieselbe E-Mail-Adresse und dasselbe Passwort auf 100 verschiedenen Webseiten verwenden, weil wenn nur eine dieser Webseiten ein Problem hat und die Passwortdatenbank flöten geht, dann ist Ihre Kombination aus E-Mail-Adresse und Passwörtern verwendbar bei den anderen 99. Also das würde ich nicht empfehlen. Aber es ist ein Benutzbarkeitsproblem. Merken können wir uns das nicht. Unsere kognitiven Fähigkeiten reichen typischerweise nicht aus, 100 lange, zufällig generierte Passwörter sich zu merken, wo man manche davon vielleicht einmal alle 2 Jahre braucht. Also wir haben hier ein Problem. Digitale Identitäten in der Praxis funktionieren nicht. Daher möchte ich jetzt eine kleine Landkarte hier zeichnen über die
über die Dauer meines Vortrags, wie sich digitale Identitäten entwickeln, und zwar konkret die Authentifizierung. Wie weise ich mich als Individuum gegenüber anderen Diensten aus, digitalen Diensten oder Diensten in der physischen Welt? Und hier sollten wir zuerst einmal sehen, was ist die Industriepraxis, was ist das, was jetzt gerade passiert, egal ob es standardisiert ist oder ob es nur Pseudostandards aufgrund der Kraft des Faktischen sind, weil große Unternehmen die eben genauso implementiert haben. Da haben wir, wenn Sie in einem Unternehmen tätig sind, wenn Sie in irgendeiner großen Organisation sind, dort Passwörter vorgegeben bekommen oder Accounts bekommen, haben Sie mal mit Passwortrichtlinien zu tun. Bitte merken Sie sich Ihr Passwort, das mindestens 12 Zeichen lang sein soll, das gemischt Groß- und Kleinbuchstaben enthalten soll, ein paar Zahlen drinnen und Sonderzeichen. Schreiben Sie dieses Passwort nicht auf und wechseln Sie es monatlich. Viel Spaß damit. Also ich schaffe es nicht. Ich muss mir sowas aufschreiben. Diese Passwortrichtlinien werden immer noch von Unternehmen ausgegeben. Und wir haben aber schon genug Studien gesehen, die einfach in diesem Spannungsfeld Benutzbarkeit, Sicherheit ganz klar zeigen, solche Passwortrichtlinien, vor allem wenn die sagen, wechsle dein Passwort häufig, nicht sehr zielführend sind. Weil was kommt dann raus als Standardpasswort? Name des Hundes, Kindes oder sonstige Dinge, die man sich leicht merken kann, eine Jahreszahl und ein Punkt oder Rufzeichen am Ende. Und wenn ich es regelmäßig ändern muss, ändere ich diese Jahreszahl oder ändere vielleicht Monat und Jahreszahl. Habe damit ein Muster in meinem Passwort, das auch wiederum, sobald ein Passwort bekannt geworden ist, sofort vorhersagbar ist für den Angreifer, was wird denn das nächste sein, was werden die nächsten 10 sein. Also passt nicht. Passwortrichtlinien funktionieren nicht. Nächste Variante, wir könnten den Login, das Anmelden an andere Dienste delegieren. Wir könnten Federation verwenden hier, um eben sich anzumelden über Facebook, über Google, über andere und damit sich dann bei den anderen Webpages anzumelden. Dadurch zentralisiert man das. Man gibt sehr viel in eine Hand. Oder wir haben diese klassische SMS-Verifikation, wissen wir auch. SMS hilft ein bisschen was, aber SMS an sich ist nicht besonders sicher. Also SMS-Verifikation hat so ihre eigenen Probleme. Und eine ganze Reihe von sich in den letzten Jahren entwickelten Standards, Pseudostandards, die auf manchen Webpages funktionieren, auf anderen nicht. Also was sollen wir jetzt tun? Gibt es hier irgendwas, was wir mit Passwörtern tun können, um das Problem endlich einmal zu lösen? Das Passwortproblem, das wir seit über 10 Jahren haben. Leider, so ist es oft in der Wissenschaft, habe ich hier keine Patentlösung anzubieten. Wir haben keine Wundermittel. Ich kann Ihnen keine einzige Lösung nennen, die das Passwortproblem lösen wird auf einmal. Sondern wir müssen verschiedene Methoden verwenden, um das Problem in den Griff zu bekommen. Und eine dieser Methoden ist hier die Verwendung von sogenannter Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also das kann ich mitgeben als ganz konkreten Tipp in der Praxis, wenn Sie sich an Webpages anmelden, die das unterstützen, ihre Webmail-Adresse oder vielleicht sogar ihre Bank, und die können solche USB-Tokens verwenden, dann verwenden sie diese, weil da kann das Passwort vielleicht auch gestohlen werden, das Passwort kann bekannt werden, aber ohne Besitz dieses USB-Tokens und ohne, dass man hier diesen kleinen Button am Ende drückt, wird ein Login bei der Webpage nicht erfolgreich sein. Und noch besser, nach dem aktuellen Standard, diese USB-Tokens generieren dynamisch für jede Webpage, an der sie verwendet werden, einen neuen anderen Schlüssel. Das heißt, sollten Sie Phishing zum Opfer fallen, also auf eine Webpage gelenkt werden, die genauso aussieht wie Ihre Bank-Webseite und Sie geben dort Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort ein und haben diesen USB-Stick, dann kriegen die vielleicht das Passwort, aber selbst wenn Sie am USB-Stick, weil Sie glauben, mit der wirklichen Bankseite zu kommunizieren, dort den Button drücken, um sich anzumelden, wird es nicht funktionieren, weil das eine andere Seite ist und für diese andere Seite ein anderer Schlüssel dafür dynamisch generiert wird. Also das ist ein wirklicher Schritt nach vorne mit der Passwortproblematik. Das kann ich ganz konkret empfehlen. Ich möchte jetzt aber den nächsten Schritt hier gehen, die Diskussion weg von rein nur Webpage-Login, weil das ist das, was jetzt die gelebte Praxis ist, da haben wir die Probleme. Wie können digitale Identitäten verwendet werden im Sinne der Identifikation von Individuen für Prozesse, die wir so im alltäglichen Leben haben? Vom Eröffnen eines Bankkontos über die Polizeikontrolle, Verkehrskontrolle bis hin zum einfach nur dem Altersnachweis. Ich möchte jetzt, keine Ahnung, Zigaretten kaufen, Alkohol kaufen, möchte in irgendwelche Clubs eintreten, muss dort mein Alter nachweisen und muss dies über einen Ausweis machen.
Das passiert oft über klassische Ausweise. Und hier kann man sich und sollte man sich die Frage stellen, na geht das nicht auch doch mit dem Smartphone, das ich sowieso immer mit habe? Muss ich wirklich immer alle anderen Ausweise mitnehmen? Muss ich vielleicht meinen Reisepass mitnehmen an Orte, an denen er unter Umständen gestohlen werden kann? Könnte vielleicht das Mitführen eines Ausweises in manchen Regionen der Welt schon zu einem Sicherheitsproblem, zu einem Problem für die persönliche Sicherheit werden? Das heißt, es gibt verschiedene Motivationen aus Bequemlichkeitssicht, auch zum Teil aus Sicherheitssicht, warum vielleicht solche Ausweisdokumente in zum Beispiel ein Smartphone hineinziehen sollten, digitalisiert werden können. Und da gibt es bereits einige Standardisierungen. Österreich war vor über 10 Jahren hier international unter den führenden Ländern mit der sogenannten Bürgerkarte. Also wenn Sie eine E-Card haben im Moment, kann man die aktivieren als eine Bürgerkarte. Sie können die, wenn Sie ein entsprechendes Lesegerät haben, am Computer verwenden, um dort mit Diensten des E-Governments, der öffentlichen Verwaltung, digital zu kommunizieren. Und Sie können mit dieser Bürgerkarte rechtsgültige Unterschriften erzeugen, die für fast alle Rechtsakte, ausgenommen der ganz wenige, die zum Beispiel notariatspflichtig sind, gleichgesetzt sind mit der handschriftlichen. Das war vor über 10 Jahren kaum woanders möglich. In Österreich schon. Also hier sind wir immer wieder mal durchaus führend. Die Bürgerkarte wird gerade abgelöst durch nur mehr die sogenannte Handysignatur, also nicht mehr auf einer Plastikkarte. Die zukünftige E-Card wird wahrscheinlich diese Funktion nicht mehr haben. Sie können es nur mehr mit dem Handy machen über SMS-Verifikation. Da habe ich persönlich etwas Bauchweh. Da habe ich das Gefühl, wir machen einen Rückschritt aus Sicherheitssicht. Nicht nur, dass SMS-Verifikation nicht hundertprozentig sicher ist, sondern die Schlüssel, die digitalen Schlüssel, die verwendet werden für diese digitale Signatur, liegen dann in einem zentralen System für alle Benutzer, die diese Handysignatur haben. Das heißt, wenn bei diesem System etwas schief geht, kann im Namen von eingetragenen Benutzern, Benutzerinnen dieser Handysignatur eine rechtsgültige Unterschrift erstellt werden, die nicht zu unterscheiden ist von einer, die man selbst ausgelöst hat. Also auch hier durchaus problematische Entwicklungen, die nicht immer nur einen Schritt nach vorne darstellen, sondern manchmal gibt es halt auch hier Effizienz- oder politische Willenentscheidungen, die aus Sicherheitssicht vielleicht nicht optimal sind. Aber auf EU-Ebene haben wir auch Neuentwicklungen, die EI das Verordnung gesagt, hat man einen solchen digitalen Ausweis in einem Land der EU, soll man diesen in allen anderen Ländern der EU verwenden können. Das funktioniert auch schon, das ist umgesetzt. Wenn Sie eine Bürgerkarte in Österreich haben, als Plastikkarte oder als Handysignatur, können Sie damit Rechtsakte, Regierungs-, Verwaltungsakte in anderen EU-Ländern bereits jetzt damit durchführen. Also hier kann man schon handfeste Dinge damit machen, ohne zum Amt gehen zu müssen, das vielleicht sich in einem anderen Land befindet. Ich möchte allerdings etwas mehr ins Detail gehen, hier nicht in Richtung der kommenden Debatten zum digitalen Reisepass, weil die werden noch lange dauern. Da braucht es Standards, auf die sich alle Länder dieser Welt, die Reisepässe akzeptieren, einigen müssen. Da wird noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Ich möchte jetzt etwas mehr diskutieren über den mobilen Führerschein. Denn diese Standardisierungsbestrebung, die sogenannte ISO 18013-5 Standardisierungsgruppe, die ist schon seit ein paar Jahren aktiv und dieser Standard in Richtung mobile Führerscheine ist am weitesten fortgeschritten für digitale Identitäten, die klassische Plastikausweise ersetzen könnten. Wie sieht so ein digitaler Führerschein aus? Kann auf dem Smartphone sein, haben wir hier einfach eine App, die auf einem Smartphone anzeigt, dass man diesen Führerschein hat. Das bringt jetzt einmal für sich genommen nicht besonders viel, denn mit etwas Kenntnis kann man sehr leicht dieses nachbauen und könnte jetzt einfach auf der linken Seite diesen Führerschein, ich hoffe sogar die Geburtsdaten und so weiter stimmen hier, wir haben hier doch versucht zu recherchieren, dass das ungefähr passt, könnte hier natürlich sehr leicht nachbauen, wie ein österreichischer Führerschein aussieht und könnte die Daten auf diesem Führerschein auf meinem eigenen Gerät fälschen. Ich kann doch reinschreiben, was ich möchte, mein beliebiges Alter, einen beliebigen Namen, beliebige Lenkerberechtigung für die verschiedenen Fahrzeugklassen. Daher natürlich, wenn wir über digitale Führerscheine reden, braucht es auch eine digitale Verifikation. Und damit haben wir zwei Geräte, einen sogenannten Holder, also ein Gerät des Eigentümers, der Eigentümerin dieser Identität und einen Verifier, ein überprüfendes Gerät. Die beiden Geräte kommunizieren miteinander, zum Beispiel über Drahtlos-Technologie wie NFC, also wenn Sie mit der NFC-Bankomatkarte oder vielleicht manche auch hier schon mit dem Smartphone an der,
an der Kasse gezahlt haben, das ist genau derselbe Funkstandard. Man muss das hinhalten, das geht nur über ein paar Zentimeter, weil es eine induktive magnetische Kopplung ist. Und die beiden Smartphones können dann diese Daten austauschen. Und bei zum Beispiel einer Verkehrskontrolle würde der Polizeibeamte die Daten aufnehmen, indem er einfach die beiden Geräte kurz für ein paar Sekunden aneinander hält und dann am Bildschirm des Polizeibeamten, der Polizeibeamtin, würde die Kopie dieser Daten angezeigt werden. Also man vertraut nicht dem Smartphone von dem, den man kontrolliert, sondern dem eigenen. Und da sind auch digitale Signaturen natürlich im Einsatz, sodass eine Fälschung der Daten auf dem Ausweis durch eine dann nicht mehr gültige digitale Signatur auch entsprechend erkannt würde. Für so eine Verkehrskontrolle wird man jetzt wahrscheinlich alle Attribute übertragen, von Name, Geburtsdatum, ein Gesichtsbild in voller Auflösung, dass nämlich der Polizeibeamte, die Polizeibeamtin auch wirklich überprüfen kann, ja, der Ausweis, das gehört auch wirklich zu dem oder der jetzt vor mir ist und ist nicht ein anderer, der da drauf kopiert wurde, dessen Signatur gültig ist, aber halt nicht zu der Person gehört, die jetzt gerade vor mir ist. Optional, manche Länder haben da auch einen Wohnort drinnen, andere Länder haben da vielleicht andere biometrische Merkmale im Führerschein schon drinnen, wie die Fingerabdruckdaten und natürlich bei einer digitalen Identität wie dem Führerschein die Fahrzeugklassen, die man berechtigt ist zu lenken, gewisse Einschränkungen wie zum Beispiel Brillenträger etc. Also das, was man so klassischerweise an Attributen in einem Führerschein erwarten würde. Was interessant ist beim Führerschein, auch in einem Land wie Österreich mit sehr guter Abdeckung an Mobilfunknetzen gibt es doch immer noch ein paar weiße Flecken auf der Landkarte. Und das muss nicht unbedingt nur im tiefsten Hinterland sein, sondern fahren Sie einfach mit dem Auto mal in eine Tiefgarage. Auch dort gibt es wahrscheinlich kein Mobilfunknetz. Das heißt, dieses Vorweisen des digitalen Führerscheins sollte auch für Anwendungsfälle wie dem Führerschein immer noch funktionieren, wenn man gerade keine Internetanbindung hat. Also wenn man nur eine Verbindung zwischen diesen beiden Geräten herstellen kann, aber sonst offline ist. Das bietet ganz interessante Herausforderungen, also wie zum Beispiel 2014 mit Forschung ganz konkret zu dem digitalen Führerschein angefangen haben, auch mit anderen europäischen Partnern gemeinsam, haben wir ein paar sehr interessante Dinge gelernt. Nämlich erstens, es ist gut, dass wir begonnen haben, nicht mit dem Reisepass, sondern mit dem Führerschein, weil das ist eine nationale Angelegenheit, das kann man nur innerösterreichisch mal diskutieren, wie die konkrete Ausführungsform des Führerscheins ist, solange die Attribute international kompatibel sind. Und auch, dass der Führerschein im Gegensatz zum Beispiel zum Reisepass oder der Bonus-Club-Karte, die man vielleicht hat, sehr interessante Fragen aufwirft, wie zum Beispiel, wie wird denn sowas zurückgerufen? Wie oft wird denn ein Führerschein entzogen? Temporär oder permanent? Deutlich öfter als ein Reisepass, deutlich öfter als die Mitgliedschaftskarte bei irgendeinem Bonusclub. Und alleine die Anzahl der auch nur temporär ungültigen Führerscheine, die eigentlich noch in ihrem Gültigkeitszeitraum sind, die noch nicht abgelaufen sind als Dokument, aber temporär zu diesem Zeitpunkt nicht gültig sind, ist überraschend groß. Und das hat uns ein paar sehr interessante technische Fragestellungen gegeben, die die Forschung wieder angetrieben haben. Also alleine nur dieser Use Case, den wir hier verwendet haben, hat neue kryptografische Themen inspiriert. Daher Glück gehabt, damals den Führerschein zu diskutieren und nicht andere Arten von Dokumenten. Aber der Führerschein ist auch deswegen interessant, weil die meisten Erwachsenen haben ihn zumindest derzeit meistens mit, irgendwie in der Geldtasche. Das heißt, der Führerschein, nicht nur in Österreich, sondern zunehmend und vor allem auch noch viel stärker in anderen Ländern wie in den USA, wird für Dinge verwendet, die mit einer Verkehrskontrolle überhaupt nichts zu tun haben. Vor allem in den USA, ganz wichtig, die Alterskontrolle. Da gibt es viele Dinge, die kann man erst kaufen, ab 16, ab 18, ab 21 etc. Also Alterskontrolle ist dort gang und gäbe und der Führerschein ist das Mittel der Wahl zur Alterskontrolle. Auch in Österreich. Sehr oft muss man das Alter nachweisen. Und wenn man sich jetzt fragt, also den Führerschein eigentlich missbraucht, dazu nur eine Alterskontrolle zu haben, dafür ist er nicht gemacht, dafür ist er tauglich, dafür wird er akzeptiert, man missbraucht ihn dazu. Was passiert, wenn ich jetzt die Plastikkarte vorlege?
wenn ich die an der Kasse herzeige, wenn die vielleicht irgendwo wegen Aufzeichnungspflichten sogar auf den Kopierer gelegt wird, kopiert wird und dann abgelegt wird, die volle Kopie meines Führerscheins, dann sind da sehr viele persönliche Daten, sehr viele Attribute vorliegend bei der überprüfenden Partei, die für die aktuelle Transaktion gar nicht relevant sind. Das ist völlig egal, wie mein Name ist, wenn ich dort jetzt nur einkaufen möchte. Es ist völlig egal, wo ich wohne oder welche Verkehrsvehikel ich lenken darf oder ob ich irgendwelche Einschränkungen habe. Das ist völlig egal. Aber diese Daten werden automatisch, wenn die Plastikkarte verwendet wird, mit erfasst, mit abgelegt, mit gespeichert. Keine Ahnung, ob die jemals wieder gelöscht werden. Das heißt, wenn man jetzt einen Schritt zurücktritt und sich fragt, was braucht denn Alterskontrolle eigentlich? Wenn ich an der Kasse stehe und beweisen muss, ja, ich darf das kaufen, was brauche ich? Ich brauche das Gesichtsbild, damit klar ist, das ist jetzt nicht der digitale Führerschein eines Elternteils, sondern das ist wirklich meiner. Und ich brauche das Alter. Ich brauche nicht einmal das volle Geburtsdatum. Ich brauche eigentlich nur den Nachweis, ja, älter als 18, ja, älter als 21. Und mehr braucht man nicht. Und da man nicht mehr braucht, sollte man im Grundsatz der Datensparsamkeit auch nicht mehr übertragen. Denn Daten, die nicht übertragen werden, können nicht verloren gehen, können nicht geleakt werden. Das heißt, hier könnte ein digitaler Ausweis, ein digitaler Führerschein handfeste Vorteile haben für die Privatsphäre, indem man nur diese Attribute übertragen muss, die auch aktuell gerade für diese eine Transaktion, für diese eine Interaktion unbedingt benötigt werden. Und die anderen, die werden niemals versandt. Als drittes Szenario möchte ich kurz über den öffentlichen Verkehr sprechen. Da geht es zwar nicht um einen Führerschein, aber dieselben Prinzipien, digitale Attribute als Teil einer Identität zu verwalten, gelten auch hier. Ob ich jetzt in öffentliche Verkehrsmittel einsteigen kann, diese benutzen darf oder nicht, wird typischerweise über Zugehörigkeit in einem Abo-System, habe ich jetzt das Monatsticket, habe ich das Jahresticket gesteuert oder über eine Karte, wo ich aufbuchen kann, ein Guthaben aufbuchen kann, beim Einsteigen, Aussteigen wird was abgebucht und so weiter, sind bereits jetzt digitale Vorgänge sehr oft. Nur Bewegungsprofile sind höchst sensible Daten, gehören zu den sensibelsten Daten, die wir haben. Denn aus Bewegungsprofilen kann man sehr viele andere Daten ableiten. Beginnend natürlich vom Wohnort und Arbeitsort. Wo schlafe ich, wo halte ich mich untertags auf? Für 90% der Benutzer und Benutzerinnen. Es gibt andere, die haben andere Arbeitszeiten, aber für die meisten passt das einfach nur ganz trivial. Ich habe ein Bewegungsprofil, wo ist man untertags, wo ist man am Wochenende oder wo ist man abends und man weiß Wohnort und Arbeitsort. Aber auch vielleicht eine Religionszugehörigkeit. In welche Kirche bewege ich mich regelmäßig? Krankheiten. Suche ich regelmäßig irgendwelche speziellen Ärzte auf, Fachärzte? Hobbys oder etwaige, wie auch immer geartete, besondere Vorlieben. All das lässt sich aus Bewegungsprofilen meistens mit relativ wenig Aufwand ableiten. Das heißt, Bewegungsprofile ist etwas, das wir als Datum gut schützen sollten. Und daher muss man sich auch hier wieder fragen, was sind denn jetzt die notwendigen Attribute? Was muss ich unbedingt übermitteln, um öffentlichen Verkehr nutzen zu können, wenn dieser öffentliche Verkehr natürlich irgendwie bezahlt werden soll? Muss ich da wirklich jetzt mein gesamtes Bewegungsprofil in der App aufzeichnen lassen am Gerät und das gesamte Bewegungsprofil übermitteln an den Verkehrsnetzbetreiber, damit dort berechnet werden kann, okay, hier vermutlich eingestiegen in öffentliches Verkehrsmittel, hier vermutlich ausgestiegen, automatisch so viel abgebucht. Ja, kann man machen. So funktioniert es. So kann man, was man bezahlen muss, ableiten. Aber man würde viel zu viel übermitteln. Also wieder einen Schritt zurück. Die Frage stellen, welche Attribute muss ich denn übermitteln? Was ist denn unbedingt notwendig für diesen Anwendungsfall der öffentlichen Verkehrsmittel? Ich brauche den Einstiegsort, Ausstiegsort. Das ist irgendwie, also wenn abgerechnet wird nach Verwendung, dann brauche ich das. Vielleicht sogar besser, wenn nicht nach Verwendung direkt abgerechnet wird, sondern wenn es so Zeitmodelle gibt, muss ich eigentlich nur auf Anfrage nachweisen können, ja, ich bin im Besitz einer Monatskarte, Besitz einer Jahreskarte. Ich habe diese Zeitkarte für den heutigen Tag. Ohne überhaupt irgendwie über Einstiegsort, Ausstiegsort oder sonst irgendeinen Bereich des Bewegungsprofils reden zu müssen. Und vor allem, in keinem der Fälle braucht es irgendeine eindeutige Identifikation. Auch wenn ich Einstiegs- und Ausstiegsort übermittle, brauche ich das nicht knüpfen an einen Namen. Nicht knüpfen an eine eindeutige Nummer, mit der ich innerhalb von diesem Verkehrsnetzbetreiber identifiziert wäre. Denn, das ist wichtig hier festzuhalten, selbst
wenn diese eindeutige Nummer vielleicht nicht mit meinem Namen verknüpft ist, wenn ich eine digitale Karte habe und die immer dieselbe Nummer vorweist beim Einsteigen und beim Aussteigen und diese Nummer gar nicht mit meinem Name gar nicht bekannt ist beim Verkehrsnetzbetreiber, das kann man daraus ableiten. Denn der Verkehrsnetzbetreiber sieht über die Zeit, Einstieg Montagmorgen 8 Uhr früh immer da, Ausstieg immer da. Samstag früh dort, Einstieg, Ausstieg dort. Das ist so etwas grober, aber man kann doch durchaus wieder viel ableiten und verknüpfen, okay, da gibt es eine ID, ich weiß nicht, wie der Name ist, ich weiß nicht, wer die Person ist, aber das ist immer dieselbe Nummer. Und dieselbe Nummer sehe ich immer in diesen Mustern, hier einsteigen, hier aussteigen zu diesen Zeitpunkten. Und mit zum Beispiel öffentlichem Telefonbuchabgleich kann man mit gewisser Wahrscheinlichkeit de-anonymisieren und zurückrechnen, naja, wie viele Personen gibt es denn, auf die das Muster zutreffen könnte. Das sind oft nicht viele. Das heißt, selbst wenn Sie Ihren Namen nicht von Anfang an bekannt geben, kann man oft auf Ihren Namen, auf Ihre eindeutige Identität schließen, wenn diese Bewegungsprofile bekannt sind. Also daher höchst sensible Daten und hier sollten wir uns Besseres überlegen, wie wir mit digitalen Identitäten umgehen, als ich zeichne alles auf und gebe das alles ab, weil so am einfachsten abrechenbar ist. Daher kann man ableiten, gewisse Anforderungen, die wir haben an solche digitalen IDs, an solche digitalen Ausweise. Und hier möchte ich direkt zitieren aus einer wissenschaftlichen Arbeit, deswegen sind diese Begriffe ja auch auf Englisch, ich versuche die kurz zu übersetzen. Es gibt funktionale Anforderungen, die relativ einfach sind. Wenn ich mich mit einem digitalen Ausweis im realen Leben identifizieren können möchte, dann muss dieser tauglich sein, muss akzeptabel sein für Dinge wie eine Verkehrskontrolle. Also das sind einfach Anforderungen, welche Attribute müssen da drinnen stecken. Zweite Anforderung, ich möchte eine Struktur von digitaler Identität verwenden können, um mich bei verschiedenen solchen Systemen zu registrieren, um einen Führerschein zu haben, um meine Zeitkarte im Verkehrsnetz zu haben, um mich bei den verschiedenen Clubs zu registrieren und so weiter und möchte nicht da ganz verschiedene Systeme, ganz verschiedene Architekturen oder Protokolle oder Datenformate haben, sondern das soll tauglich sein, verschiedene Mengen solcher Attribute zu haben. Und ich muss mich auch beschäftigen mit dem Rückruf, also einem temporären oder permanenten Zurückziehen einer solchen Identität, weil ich zum Beispiel das Smartphone verloren habe und damit diese Kopien, diese Instanzen meiner digitalen Identitäten zurückrufen muss oder der Führerschein für gewisse Zeit oder permanent entzogen wird aufgrund entsprechender Verstöße. Also das sind funktionale Anforderungen, die immer erfüllt sein müssen. Wir haben auch Anforderungen, wenn wir das mobil haben wollen, auf dem Smartphone. Nämlich das sollte, wie schon erwähnt, offline funktionieren, ohne dass man automatisch Internetverbindung braucht. Das sollte auch idealerweise für ein paar zentrale Identitäten funktionieren, wenn der Handy-Akku einmal aus ist. Weil das passiert auch schon einmal. Und da gibt es technische Methoden, nämlich über diesen Nahfunk, so wie Sie eine passive Plastikkarte, die auch keine Batterie hat, zum Bezahlen verwenden können, kann man das auch im Smartphone machen. Es kostet halt um 50 Cent mehr, weil man diesen Smartcard-Chip ins Smartphone einbauen müsste. Aber das geht und das stellen wir mal hin als eine Anforderung für Identitäten wie einen Reisepass oder einen Führerschein, dass das auch geht, wenn die Batterie nicht vollgeladen ist. Und Skalierbarkeit im Sinne von, das muss potenziell für alle Erdenbürger tauglich sein. Das darf nicht limitiert sein, nur auf ein paar 10.000. Also das muss auch wirklich hochgehen können bis auf jede einzelne Person. Und jetzt aber die vielleicht interessanten Security- und Privacy-Fragen, also die Sicherheit und Privatsphäre aus Security-Sicht, darf es natürlich nicht möglich sein, Daten zu fälschen. Das bedeutet, die Schlüssel, die dazu verwendet werden, müssen sicher auch im eigenen Gerät, im Smartphone gehalten werden und die Signaturen müssen so gestaltet sein, dass man nicht entweder komplett neue Daten generieren kann oder auch nur es schaffen kann, signierte Attribute aus verschiedenen Identitäten zusammenzustecken und so zu tun, als wären die zu einer neuen Identität gehörig. Also hier braucht es Protokolle, um auch die Zusammengehörigkeit von Attributen zu einem Individuum entsprechend verifizieren zu können. Dann soll die Kommunikation, also einfach nur der triviale Datenaustausch zwischen dem Holder und dem Verifier-Gerät entsprechend gesichert sein und das zwar auch über was wir mal State-of-the-Art-Kryptographie nennen, und zwar zukunftstauglich. Sollte es zum Beispiel in 10 Jahren, 20 Jahren Quantencomputer geben, die manche unserer aktuellen Verfahren brechen können, dann müssen die Architekturen, die Protokolle, die Datenformate, die wir hier bauen, tauglich sein, um auch mit anderen Formen von Kryptographie, die in Zukunft noch sicher sind, immer noch arbeiten zu können. Wir bauen hier Systeme, die sollen die nächsten 30 bis 50 Jahre potenziell halten.
Solange halten kryptografische Verfahren unter Umständen nicht. Also wir müssen das für die Zukunft wappnen. Und aus Privatsphärensicht, wie schon erwähnt, es sollte möglich sein, im Prinzip anonym diese Dinge zu verwenden. Ich sollte nicht meinen Namen nennen müssen, um mein Alter zu bestätigen oder um Dinge wie öffentlichen Verkehr verwenden zu können. Es sollte auch nicht möglich sein, eine Verknüpfung, eine Linkability herzustellen zwischen mehreren Verwendungen derselben Identifizierung, derselben Identität bei verschiedenen oder auch bei derselben Partei. Wenn jetzt zum selben Supermarkt an 5 Tagen hintereinander gehe und jedes Mal mein Alter beweisen muss, sollen trotzdem diese 5 Vorgänge aus Sicht des Supermarkts völlig unabhängig voneinander sein und sollen nicht miteinander verknüpfbar sein. Benutzer sollen jederzeit die Kontrolle haben, welche Attribute weitergegeben werden und welche nicht. Und da komme ich noch dazu, es sollte möglich sein, eben zum Beispiel wie für die Altersabfrage Queries zu definieren, Abfragen zu definieren, dass eine abfragende Partei, ein Verifier, wie die das Kassensystem fragen kann, über 18 oder über 21 und nur eine binäre Antwort zurückkriegt, ja oder nein und nicht mehr. Das ist die datensparsamste Methode, einfach nur Fragen mit ja oder nein zu beantworten, anstelle die vollen Attribute, wie zum Beispiel das gesamte Geburtsdatum, auch wirklich zu übermitteln. Am Beispiel des schon erwähnten mobilen Führerscheins, der ISO 18013-5 Standard, passiert vieles davon. Und da gibt es eben genau diese Unterscheidung, das ist im Moment ein Standardisierungsvorgang, der gerade in den späteren Stadien ist. Wir hoffen, dass im Jahr 2020, nächstes Jahr, dieser Standard international bereits beschlossen wird und dann international interoperable digitale Führerscheine ausgegeben werden können. Wann gewisse Länder beginnen werden, diese auch zu ermöglichen, parallel zu den Plastikkarten. Also da wird es eine ganz lange Übergangszeit geben. Man wird nicht die Plastikkarten abschaffen, man wird es als Zusatzoption anbieten. Aber wann welche Länder das machen werden, das bleibt den Ländern überlassen. Es wird nur mal dieser Standard vorbereitet. Und da gibt es eben zur Kommunikation zwischen diesen beiden Gerätetypen, Holder und Verifier, verschiedene Drahtlos-Technologien, NFC, Bluetooth, Wi-Fi oder auch vielleicht optisch über QR-Codes oder eine Online-Variante, wo der Holder nur den Kennung gibt, bitte mein digitaler Ausweis liegt dort auf diesem Server unter dieser URL, hol es bitte dort ab. Und das funktioniert halt nur dann, wenn beide Parteien gerade online sind zu diesem Zeitpunkt. Der reine Offline-Modus wird zwar bevorzugt, aber in dem Standard nicht unbedingt vorgeschrieben. Eine ausstellende Behörde kann sich entscheiden, die Online-Variante anzubieten. Und das ist dann in Länderabhängigkeit oder in der Ausstellungsbehörde, welche Variante sie anbieten möchten oder ob sie beide Varianten, Online und Offline, anbieten möchten. Sichere Hardware, wie zum Beispiel Smartcard-Chips im Smartphone selbst, werden auch bevorzugt, aber derzeit nicht unbedingt vorgeschrieben. Wir trennen dann auch in eine Phase 1, wo die Annahme derzeit ist, auf der anderen Seite, bei der verifizierenden Partei, steht eine natürliche Person, die diesen Vergleich, Gesichtsbild durchführen kann, während erst in Phase 2 Anwendungsfälle überhaupt angedacht werden, die vollkommen automatisiert geprüft werden, wie zum Beispiel eine Alterskontrolle beim Automaten oder ein Entlehnen eines Mietautos, ohne dass jemand den Führerschein überhaupt kontrolliert, sondern das Mietauto habe ich online gebucht, gehe dorthin, weise dem Mietauto meinen digitalen Führerschein vor und es gibt keine natürliche Person, die da irgendwie involviert ist. Da braucht es noch ein paar zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen und deswegen wurde das verschoben auf eine Phase 2, die vermutlich 2 Jahre, 3 Jahre später standardisiert oder in Standardisierung abgeschlossen sein wird. Die Anforderungen dafür werden jetzt schon diskutiert. Aber interessant, in dieser Phase der Standardisierungsbemühungen ist aus meiner Sicht, dass doch Offenheit besteht und dass Forschungsergebnisse hier eingebracht werden können, gehört werden können und auch zum Teil einfließen. Zum Beispiel an Privatsphäre. Aufgrund von Forschungsergebnissen, die auch in Österreich erzielt worden sind, steht in diesem Standard Datensparsamkeit als eine Anforderung. Steht drinnen, dass die Zustimmung durch Endbenutzer notwendig ist, bevor Attribute überhaupt weitergegeben werden können. Steht auch diese Unverknüpfbarkeit mehrerer Transaktionen als Anforderung an den Standard drinnen. Und in Phase 2 wird gerade diskutiert, dass zum Beispiel schon im vorzeigenden Gerät, im Holder-Device, solche binären Abfragen berechnet, entschieden werden können oder dass vielleicht sogar eine Authentifizierung durch, ich habe einen Fingerabdrucksensor auf meinem Gerät und brauche nicht auf
der abfragenden Seite, auf der Verifier-Seite, die überprüfen, dass das mein Ausweis ist, dass du den nur ich verwende, sondern kann auf dem eigenen Gerät, nur durch zum Beispiel Fingerabdruck, der nur im Gerät selbst verglichen wird, der das Gerät selbst niemals verlässt, bestätigen, dass ich jetzt gerade selbst meinen Ausweis verwende und niemand anders. Das braucht zusätzliche Hardware, das braucht zusätzliche Sicherheitsannahmen, daher Phase 2, aber das sind Forschungsergebnisse, die hier in die Standardisierung auch durchaus mit aufgenommen werden können. Verbesserung von Sicherheit, wie schon erwähnt, Diebstahlverlust von einer Plastikkarte kann problematisch sein und es gibt Gründe, warum Führerscheine, Reisepässe und so weiter auch gestohlen werden, weil die Dokumente einen Wert haben, wenn man nur ungenau hinschaut, wenn das auch nur ungefähr irgendwie hinpasst, Gesichtsbild oder vielleicht ein Gesichtsbild, das im Ausweis schon alt ist, 10 Jahre können vieles verändern, da schaut man nicht mehr so genau hin. Mein Smartphone kann mich und soll mich auch authentifizieren zu dem Zeitpunkt, wo ich es gerade verwende. Das heißt, Diebstahlverlust ist unter Umständen schon deutlich weniger Problem. Und schließlich auch natürlich die Benutzbarkeit. Statt der gesamten Kaskade an 15 verschiedenen Plastikkarten und verschiedenen Ausweisen alles mitnehmen zu müssen, das nur in einem Gerät zu haben, das man heutzutage eigentlich viel unwahrscheinlicher vergisst als die Geldbörse daheim, schafft auch einen gewissen Mehrwert an Benutzbarkeit. Aber es gibt natürlich die Risiken und die Risiken, die muss man durch sehr sorgfältiges Design der Architekturen und der Algorithmen möglichst minimieren. Wie geht es weiter damit? Der Standard ist beinahe im Abschluss befindlich und wird in eine zukünftige Android-Version eingehen, wird dort implementiert werden in einer verallgemeinerten Form. Der digitale Führerschein wird eine Anwendung sein, aber die Basisinfrastruktur, die hier in Android eingebaut werden wird, wird beliebige Ausweise von der Mitgliedschaftskarte für irgendeinen Bonusclub bis hin zum Reisepass aufnehmen können. Das wird in eine zukünftige Android-Version im Standard drinnen sein und dann braucht man nur mehr die App installieren, zum Beispiel vom österreichischen Innenministerium für den Führerschein, um, wenn das unterstützt wird vom Innenministerium, das auch dann entsprechend verwenden zu können. Ich möchte jetzt noch einen kleinen Schritt weitergehen. Wir haben diskutiert über Österreich, mit der Bürgerkarte, über die EU-Ebene, die internationalen Bestrebungen, datensparsame Führerscheine derzeit zu standardisieren, die austauschbar sind, die nur solche Attribute übertragen, die man auch wirklich braucht, und möchte sehen, was andere Länder, wo in anderen Regionen bereits digitale Identitäten verwendet werden. Und hier stehen ganz vorne Indien mit dem Aadhaar genannten System, das eine zentrale biometrische Datenbank ist mit Iris-Scans, eigentlich der gesamten Bevölkerung, die eine eindeutige Identifikation aller Bürger Indiens beinhaltet. Und China mit dem wahrscheinlich Ihnen bekannten Social Credit System, wo ganz oft Gesichtserkennung im Einsatz ist, wo sehr viele dieser Attribute gesammelt werden und zur Berechnung eines Social Scores, eines Sozialkredits verwendet werden, der dann entscheidet, kriegt man jetzt diese eine geförderte Wohnung oder kann man diesen Kredit aufnehmen, kann man jetzt dieses öffentliche Verkehrsmittel benutzen oder nicht. Ohne das jetzt politisch bewerten zu wollen, solche Systeme kann man am einfachsten bauen, indem man eine so eine zentrale biometrische Datenbank hat, indem man einfach sammelt die Fingerabdrücke, die Iris-Scans, die verschiedenen Attribute von Personen und diese Datenbank abfragbar macht für diverse Verifier, für die Supermarktkasse abfragbar macht, genauso wie für die Grenzkontrollen oder vielleicht für die öffentlichen Verkehrsmittel. Wenn Sie beim Flugzeug-Check-in sind, werden diese Datenbanken abgefragt. Ist super bequem, Sie brauchen nichts mitnehmen. Sie brauchen keinen Reisepass mitnehmen, weil Sie gehen dorthin, anhand der Gesichtserkennung sind Sie schon identifiziert. Es ist klar, dass Sie ein Flugticket, ein gültiges haben für dieses Flugzeug. Beim Grenzübertritt ist schon klar, wer diese Person ist und Sie können sprichwörtlich nackt hier durch die Welt gehen, brauchen nichts mitnehmen und können hier digitale und physische Dienste, sofern sie mit ihren Attributen verknüpft sind, sofern ihre Attribute das unterstützen, in Anspruch nehmen, können das konsumieren. Zentrale Datenbanken sind natürlich problematisch. Was passiert, wenn diese zentrale Datenbank unsicher ist? Was passiert durch politische Einflussnahme auf solche zentrale Datenbanken? Was passiert, wenn nicht nur Attribute aus solchen Datenbanken an die Öffentlichkeit gelangen, weitergegeben werden, sondern solche digitalen Identitäten in zentralen Datenbanken gelöscht werden? Was bedeutet die Zensur
einer digitalen Identität für eine immer vernetztere Welt. Also hier, denke ich, haben wir massive Risiken, die vor allem damit zusammenhängen, dass die Tendenz derzeit besteht, diese Daten zentralisiert zu sammeln. Aus Sicht der Wissenschaft möchten wir andere Wege zumindest zeigen, dass sie machbar sind. Wir möchten Alternativen schaffen, Alternativen aufzeigen. Ob diese Alternativen implementiert werden, ob diese gewählt werden, ist eine politische Entscheidung, die im politischen Diskurs, im westlichen demokratiepolitischen Prozess hoffentlich zu diskutieren ist, zu hinterfragen ist und zu entscheiden ist. Aber wir möchten vorschlagen aus wissenschaftlicher Sicht, dass wir Ergebnisse der akademischen Forschung, und da gehe ich nicht ins Detail, denn da geht es um Kryptographie, da geht es um neu entwickelte Verfahren, die ohne Vertrauen zwischen verschiedenen Parteien Aussagen über Zugehörigkeit von Attributen zu Identitäten machen können. Da geht es wirklich um Hardcore-Kryptographie, die entwickelt wurde in den letzten 10 Jahren, zu verbinden mit Technologiefolgenfragen, mit Abschätzungen, mit Studien, die bereits erfolgt sind, was die Auswirkungen von mangelnder Privatsphäre auf unsere Gesellschaft sind. Wie Jugendliche aufwachsen, unterschiedlich aufwachsen, wenn sie genau wissen, dass sie zu jedem Zeitpunkt beobachtet sind. Wenn die Annahme, ich gehe in mein Zimmer, mache die Tür zu und kann dort, wie man so schön sagt, tanzen, wie ich will, nicht mehr zutrifft. Wir wissen, dass das massive Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf die Psychologie hat. Wenn wir jetzt diese Ergebnisse mit einnehmen, und das geht zurück bis ins Jahr 1985, wo bereits ein sehr visionärer Artikel von David Chaum vorgezeigt hat, dass es Security geben kann, ohne sich identifizieren zu müssen. Sicherheit bestehen kann, ohne eine eindeutige Identität vorweisen zu müssen. 1985. Jetzt erreicht uns diese Debatte, weil wir jetzt auch politische Trends haben, die mit der zunehmenden Vernetzung Gefahrenpotenziale erzeugen. Und daher schlagen wir vor, diese wissenschaftlichen Ergebnisse zu verwenden, zu kombinieren, um von einem zentralisierten in ein dezentrales Modell zu gehen, wo wir natürlich diese ganzen Verify weiterhin haben. Wir werden weiterhin Grenzposten haben, wir werden weiterhin den Check-in beim Flugzeug haben, wir werden weiterhin den Check-in beim Hotel haben, weiterhin die Kassensysteme, weiter die Tür-Zutrittssysteme, die brauchen wir. Wir müssen ja verifizieren können, welche Personen wo welche Leistungen in Anspruch nehmen können, wo Zutritt haben. Wir werden auch irgendeine Form von biometrischen Sensoren brauchen, denn dass Sie beim Grenzposten ein 15-stelliges Passwort eingeben werden, wird nicht besonders benutzbar sein. Das heißt, hier dieser Trade-off, diese Balance zwischen Benutzbarkeit, Sicherheit und Privatsphäre wird in irgendeiner Form biometrische Identifikation über Fingerabdrücke, Gesichtserkennung, Iriserkennung oder andere Merkmale, Gangarterkennung etc. einschließen. Und ich bewerte das hier nicht. Ich zeichne nur voraus, wohin wir die Trends sehen. Wir sehen, dass biometrische Authentifizierung immer mehr Bedeutung erlangen wird. Aber, und das ist jetzt der Unterschied, wir schlagen vor, die Verbindung zwischen dieser biometrischen Authentifizierung und den Verifiern, der Verwendung unserer digitalen Identität, nicht über zentrale Datenbanken laufen zu lassen, sondern über was wir jetzt einfach mal mangels besserer Begrifflichkeiten als einen Personal Agent, einen persönlichen Agenten bezeichnen, der nur einem Individuum, einem Benutzer, einer Benutzerin zugeordnet ist und die Daten über dieses Individuum sammelt und vertrauenswürdig hält. Und hier ist ein zentrales Konzept, das der Wahlfreiheit. Ich möchte mir aussuchen können, wo ich meine Identität speichere. Ob ich das bei meinem Staat mache, wenn das als Dienst angeboten wird, bei meiner Hausbank oder von mir aus bei meiner Religionsgemeinschaft oder bei einem Kleinstrechner im eigenen Haus. Ich möchte mir aussuchen können, wo diese digitale Identität läuft, wo die Verbindung hergestellt wird zwischen Identifikation, wo ich mich gerade befinde, Authentifizierung, dass gerade biometrische Merkmale erfasst wurden und die Verwendung dieser Attribute, zum Beispiel an der Supermarktkasse zum Altersnachweis. Ich möchte steuern können, wie die Kommunikation erfolgt und auch, wann ich diesen persönlichen Agenten vielleicht einmal temporär abschalte. Das wäre unser Vorschlag. Das ist noch nicht gelöst. Also wir reden hier über Themen, da sehen wir etwa 10 Jahre in die Zukunft. Wir glauben nicht, dass das so schnell passieren wird.
Der erste Trend ist, das über Smartphone zu machen. Das Smartphone ist noch leicht, das habe ich in der Hosentasche. Wenn es offline funktioniert, kann ich das abdrehen, sehe, wo das ist, kann dort die Apps starten, kann sie stoppen. Aber wir sehen oder nehmen an, dass der Trend mehr in Richtung dieser verteilten Umgebungen geht, in der Cloud, wie man so schön sagt, und eben auf verteilten Umgebungen laufen wird. Und daher müssen wir jetzt die Fragen stellen, wie wir solche Systeme bauen wollen. Und auch aus Wissenschaftssicht haben wir noch nicht alle Antworten. Ich kann Ihnen jetzt noch nicht sagen, was die besten Protokolle hier sind. Das sind aktive Forschungsfragen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, weil wir annehmen, dass in 10 Jahren diese Fragen beantwortet werden müssen. Oder am besten zuvor, weil die Pseudostandards, die ersten Entwicklungen, werden jetzt bereits getätigt. Daraus entstehen eine Reihe aus meiner Sicht sehr interessanter wissenschaftlicher Herausforderungen, die ich kondensieren möchte auf 3 zentrale Fragen, nämlich: Was bedeutet der Übergang von persönlichen Geräten, persönlich zugeordneten Geräten, wo ich die Hardware unter meiner Kontrolle in meiner Hosentasche mit mir mitführe, zu geteilten Infrastrukturen, die allen gehören, die keiner einzelnen Person zugeordnet sind? Wie kann eine passwortlose, weil Passwörter skalieren nicht mehr, biometrische Authentifizierung ohne solche zentralen Datenbanken erfolgen? Wie kann ich darauf vertrauen, dass die Authentifizierung auch auf sehr vielen verschiedenen verteilten Geräten sicher erfolgt, ohne eine zentrale Instanz zu haben, die das vielleicht zertifiziert für mich durchführt? Und daher, wie kann ich vertrauenswürdige, sichere Systeme bauen, vertrauenswürdig, die dieses Vertrauen deswegen verdienen, weil sie auch fix eingebaute, intrinsische, nicht übergehbare Garantien an die Privatsphäre liefern. Garantien, die nicht durch eine Änderung des aktuellen politischen Willensentscheids umgedreht werden können, sondern die in die Architektur eingebaut sind, um zum Beispiel eine Massenüberwachung schwierig zu machen und nicht nur abhängig zu machen von der aktuellen Policy, von der aktuellen Politik. Und damit aus meiner Sicht die Frage, wie können wir uns privat authentifizieren mit digitalen Identitäten in der physischen Welt. Dankeschön.